Hallo und herzlich willkommen aus Lüneburg zu den Highlights des vierten Spieltages. Ja, wir haben einige schöne Partien für euch ausgesucht und Starten mit einer aus dem IEM-Turnier. ja. Und zwar gespielt von IEM Sriram, den wir bisher in fast allen unserer Highlight-Videos berücksichtigt haben, weil er einfach so tolle Partien Ja. produziert hat. Und hier mit einem ganz, ganz schönen Mattbild, wie ich finde. Nämlich in der Stellung kam Dame B5 Schach, gefolgt von A schlägt B, Läufer schlägt B5 Matt. Das kam auch so in der Partie, also Bürger hat sich da dann auch wirklich matt setzen lassen, was ja doch immer nett ist, mal wieder matt setzen Ja. zu dürfen. Das kommt ja in Turnierpartien jetzt nicht mehr so häufig vor und dann noch so ein schönes. Genau. Ja, machen wir weiter. Ich konnte auch mal ein Highlight abliefern, zumindest subjektives Highlight. Ob es wirklich eins ist, müsst ihr entscheiden. Nachdem ich mit drei Niederlagen gestartet habe, konnte ich die Partie gegen Großmeister Karpatschew gewinnen. Und ein bisschen was zeige ich euch ab dieser Stellung. Ich habe schon was erreicht. Er hat hier einen Doppelbauern, der ist nicht so toll. Und seine Bauernstruktur wird nach Turm C1 noch ein bisschen, naja, sagen wir mal, suspekter. Er muss Läufer D3 spielen, um keinen Bauern zu verlieren. Und hier ist, glaube ich, eine ganz nette Stellung, um mal zu demonstrieren, wie man mal gut mit Springer gegen Läufer spielen kann. Ich habe nämlich diesen ganzen Abtausch, habe ich mir vorher schon überlegt, wollte auf F6 nehmen und dachte, hier muss ich doch gut stehen. Der Läufer hat keine Ziele, die er angreifen kann. Die Felder kontrolliere ich ganz gut. Allgemein die Bauernstruktur, alles steht hier auf Schwarz oder fast alles, dass der Läufer eigentlich nur ein paar Felder wegnimmt, aber keine Ziele hat. Und der D3 ist sehr schwer zu decken aus schwarzer Sicht. Genau, nur mit der Dame. Und hier habe ich dann ein bisschen verrückt gespielt. Man hätte es einfacher haben können. Also Turm C5 wäre der beste gewesen, um euch das einmal kurz zu zeigen. Und dann Dame C1. Und sowas wie Turm C8 und jetzt Turm D1. Also man sollte nicht sofort nehmen, weil dann der D2 weg ist. Aber das, glaube ich, eine sehr, sehr angenehme Stellung. Danach kann ich Dame B1 spielen, den D3 angreifen. Und Schwarz hat nicht so viele Möglichkeiten. Der steht da und wartet und hofft, dass er nicht noch beiden Bauern verliert. Aber mit Dame B4 nicht so gut gefallen hat, also aus meiner Sicht, habe ich hier erstmal Dame G4 gespielt. Statt Turm C5, um das Ganze zu verhindern. Es kam Turm D8, Turm C5, Dame A6. Und naja, jetzt haben wir diese Stellung erreicht. Dame F5 habe ich gespielt. Das paralysiert ihn noch ein bisschen. Er möchte G6 spielen. Er bereitet das Ganze mit Turm D6 vor. Und hier habe ich leider eine schöne Möglichkeit, außer Acht gelassen, meine Stellung weiter zu verbessern. Also die Einschätzung war richtig, weil es steht sehr, sehr gut. Nur die Umsetzung, da hat es ein bisschen gehapert. Ich habe G3 gespielt, nur um euch das mal zu zeigen. B4 wäre hier ein sehr starker Zug gewesen, weil ich zu Turm A5 komme. Danach ist der D3 nicht mehr gedeckt. Und die Begründung ist, dass die Dame von A6 den C8 decken muss. Da hätte ich hier noch gute Fortschritte gemacht. Habe ich leider nicht gemacht. Nun gut, ich habe G3 gespielt. Erstmal konsolidieren. G6, Dame F4, greift den Turm an, Turm E6 und auch hier hätte ich erneut B4 spielen können. Ach, hübsch. Das habe ich in der Partie sogar gesehen, dass es diese Möglichkeit mit B4 gibt. Die Idee dahinter ist, dass auf das rausnehmen, dass ich dann immer seine Dame fangen kann. Ich hatte aber irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Ich dachte mir, naja, also wenn er hier dann erstmal G5 spielt und danach H5 meine Dame vertreibt, dann ist der B4 nicht mehr gedeckt, dann geht das nicht. Tatsächlich geht es doch. Ich hätte eine. Präzises Rechnen, mein Ja, Schatz. Das Gefühl. predigst du doch auch immer. Ich Man soll habe auf mein rechnen und Gefühl nicht gehört. fühlen. Aber ich hatte ein schlechtes Gefühl mit den drei Niederlagen, dass ich gleich schon wieder was einstelle. Hier wäre es gegangen mit Dame D1. Dann wäre alles im Lot gewesen, also B4 wieder ein starker Zug. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe eine andere kleine Taktik gespielt. Dame B4, laufe ich hier absichtlich in Läufer E7 rein, um jetzt zurückzugehen. Und wenn er nehmen würde, was nicht so gut ist, dann kann ich mit dem Springer wieder nehmen, kriege die Qualität zurück und seine Bauernstruktur ist ziemlich Vor allen Dingen desolat. auch der König, wenn man dann mit der Dame auf F6 reinkommt. Ja, genau. Also er hat Probleme, das alles zu decken. Ja, er hat Läufer F6 gemacht, vernünftiger Zug. Ich habe Turm A5 gespielt und hier habe ich meinen Vorteil weitestgehend verspielt. Also wir wären jetzt eigentlich in ein Endspiel übergegangen, was recht ausgeglichen ist nach Läufer C3, Turm A6, Läufer D2, Turm D2. Ich kriege hier einen Bauern zurück, vielleicht nehme ich auch den A7 und wir haben ausgeglichene Bauern, aber das kann man natürlich noch spielen.
Stattdessen ja, hatte ich auch mal ein bisschen Glück, muss ich sagen. Er hat nämlich hier fast A-Tempo Dame B7 gespielt in nahender Zeitnot und das stellt den Bauern D3 ein und danach droht auch Springer C5. Die Stellung fliegt jetzt auseinander. Das war für mich glücklich, dass er da eingestellt hat. Dame B4 kam noch, naja, dann nehme ich den D5 auch noch und zwei Züge später hat er die Partie dann auch aufgegeben. Genau, das war mein kleines persönliches Highlight. Und jetzt kommen Komm wir zu mal zu deinem meinem Highlight. Highlight. Ja, zeig mal, was da so los Ja, war. also diese Stellung ist nach dem 41. Zug entstanden, also gerade nach der Zeitnot. Davor sah es nicht so einfach für mich aus, Ja, nicht so. um nicht zu sagen verloren. Aber gut, war eine komplizierte Stellung in beiderseitiger Zeitnot, ne? Genau, und das ist das, was danach rausgekommen ist. Hier habe ich aus schwarzer Sicht einen Bauern weniger, kann den hier aber direkt wiederbekommen mit Läufer F6, weil jetzt Läufer D8 droht und weiß, dass es überhaupt nicht verhindern kann. Es ging weiter mit Läufer F1 und jetzt kann man den A5 schlagen. Und wir sind in einem ungleichfarbigen Läuferendspiel gelandet mit noch Türmen drauf, worin ich in der Praxis recht gute Erfahrungen gemacht habe, weil man da mit Türmen immer noch gute Chancen hat, mal mit Mattnetz oder so dann Ja. doch noch einen Sieg einzufahren. Deswegen ist das hier bei Weitem noch nicht Remis. Es ging noch ein paar Züge weiter, dann hat sich es hier abgetauscht und diese Stellung. Ich mache noch kurz bis hierhin. Genau, diese Stellung, jetzt hat Schwarz sogar einen Bauern mehr, ist aber natürlich trotzdem sehr nah am Ausgleich, ne? Also man bekommt seinen Freibauern hier nicht nach vorne, weil der eben gut blockiert ist und dadurch, dass man ja auch ungleichfarbige Läufer hat, auch das Feld B5 nicht unter Kontrolle bekommen kann aus schwarzer Sicht. Dementsprechend ist das natürlich schon nah am Ausgleich und ich glaube, der ein oder andere hätte sich hier vielleicht auch noch ein paar Zügen auf Remis geeinigt. Nicht so wir. Wir haben nämlich noch 40 Züge, nee, sogar noch 60, 50, 55 Züge weitergespielt. Und es gab sogar zwischendurch auch noch mal eine Chance für mich. Und zwar hier nach König F5 von Weiß hätte ich die Chance ergreifen können und hier mit B5 jetzt doch den Bauern nach vorne ziehen können. Hier begründet sich das dadurch, dass man jetzt ganz schnell den Freibauern zum Laufen bekommt und der weiße Turm auch an den F3 gefesselt ist, sodass man hier jetzt ganz schnell nach vorne kommt und hier eine Gewinnstellung hätte. Weiß hätte sich noch ein bisschen zäher hier verteidigen können, indem er den Bauern aufgibt, aber auch das wären dann natürlich gute Gewinnchancen für mich Ja. gewesen. Das habe ich leider nicht gesehen. Danach jetzt noch 40 Züge weitergekämpft. Am Ende wurde es dann Remis. Ich zeige mal noch kurz die Schlussstellung. Wir hätten es beinahe geschafft, die Nachmittagsrunde zu verschieben. Es Ja. füllte sich schon wieder so der Raum. Aber gut, gekämpft und am Ende Remis war, glaube ich, ein gerechtfertigtes Ergebnis. Ja, aber es war trotzdem spannend zuzugucken, weil, wie ihr gesehen habt, auch in so einem Endspiel, wir sind alles nur Menschen, deswegen passieren Fehler. Und sowas kann man auch noch gewinnen. So ausgeglichen das auch am Anfang aussah. Ja, kommen wir zu einem weiteren Highlight. Eigentlich eher Highlight, weil das so eine absolut komische Stellung ist. Schwarz hat hier noch alles unterentwickelt. Den F8, G8, H8. Und trotzdem ist Den Potenzial in der König. Stellung. Ja, alles steht ja noch, wie es am Anfang stand. Der war mal zwischenzeitlich hier, ging wieder zurück. Genau, und deswegen wollen wir euch das zeigen. Und das Ganze geht aber tatsächlich sehr, sehr schnell bergab für Weiß, womit glaube ich keiner gerechnet hätte. Weiß spielt hier Springer B3 und greift damit tief ins Klo. Eieiei. Eloquent bist du heute Dankeschön. wieder. Ja, wenn ihr selber das finden wollt, drückt mal die Pause-Taste, versucht es zu finden. Wie kann Schwarz trotz seiner, naja, sagen wir mal, mäßigen Entwicklung hier schon zuschlagen? Und jetzt kommt die Lösung. Springer schlägt E4, denn hier ein Röntgenangriff auf den C2 und von 0 auf 100 ist Weiß hier auf einmal geplatzt, muss man sagen. Dame F3 wurde noch gespielt, aber es kommt Springer C3, Dame C3, Und jetzt die der C2 Diagonale hängt, auch. die Dame deckt noch, aber es kommt Läufer G7 und hier droht schon wieder einiges. Läufer C2 verhindert das, Läufer C1. C1, aber es kommt Springer D3, ein starker Zug. Warum? Der hängt doch einfach. Ja, das stimmt. Aber hier kommt auf einmal das Matt auf A1, weil der Springer gefesselt ist. Also nochmal super rausgekämpft, der junge Henrik. Und hier mit einer schönen Taktik noch gewonnen. Ein weiteres Highlight haben wir auch noch für euch. Das ist eine Partie, die eingereicht wurde.
Die haben wir uns nicht selber so ausgesucht, aber wir müssen sagen, ja, die war wirklich spannend und deswegen teilen wir die mit euch. Gespielt zwischen Jochen Schwarz und Matthias Jolovic. Und wir haben diese Stellung und es ist nicht so einfach. Es ist so ungefähr Ausgleich. Ihr seht es, hier droht was und na, das droht nicht. Und Weiß hat sich hier dazu entschlossen, E5 zu spielen, also eine taktische Lösung anzustreben. Das Ganze geht aber nach hinten los, wegen Springer B3 und nach Dame C2. Hier hätte Jochen nochmal verbessern können. Er stand in der Partie mit Springer schlägt D5 auch besser, aber hier hätte er nochmal eine schöne Taktik auf seiner Seite gehabt, nämlich Springer schlägt C1. Auf den ersten Blick denkt man, ja okay, aber EF6, der hängt, zwei Figuren für den Turm, habe ich gelernt, ist nicht so gut. Aber Springer nach E2, ein schönes Zwischenschach, begründet sich damit, dass wenn die Dame nimmt, dann nimmt man auf B1 zwischen und nimmt danach den Bauern, hat einen Bauern und eine Qualität mehr. Das wäre gewonnen. König zur Seite ziehen hilft nicht weiter, dann nimmt man auf F6. Einziges, was man noch berechnen könnte, ist König F1, aber das geht aus zweierlei Gründen nicht. Wohl das Einfachste ist es einfach auf F6 zu nehmen und der König kann nicht schlagen wegen Turm B2. Das wäre doch ein schönes Finish gewesen, stattdessen ging es aber noch weiter mit Springer schlägt D5. Es kam Turm E1, der Turm hing, D schlägt E5, Läufer schlägt A7, Turm B7 und auf Läufer A2 wirklich ein lustiger Zug, muss ich sagen, der auch gar nicht so schlecht ist. Also der hat seine Idee, der Springer ist angegriffen, der Läufer ist angegriffen und wenn man sofort auf A7 nimmt, dann war wohl die Befürchtung, die Dame schlägt auf B3, der D5 hängt und der E5 hängt. Na also was machen wir? Springer nach A1. Wenn der Turm jetzt rausschlägt, dann schlagen wir auf A7 und nichts hängt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Zug, ja. Muss ich sagen. Ja, ist er. Und jetzt kam Dame E4, auch die richtige Antwort. Und es ging weiter mit E6. Springer schlägt E5. Ja, hier hängt einfach alles auf dem Brett, aber das ist mal egal. Turm A7. Und nein, der Springer darf bleiben auf A1. Es kommt Springer C6. Dame D7, Springer schlägt A7 und hier nochmal die letzte Chance für Jochen, das Ganze taktisch zu lösen, wäre tatsächlich Springer C3 gewesen. Stellt dann wirklich alles in diese Diagonale rein. Der jetzt Springer hängen fast hängt, alle Figuren. Der hängt, die hängt. So kritisch wäre wahrscheinlich Dame C6, also davor hätte ich Furcht gehabt aus schwarzer Sicht, ne, vor dem Abtausch und dann der laufende Bauer. Hier gibt es aber, ja. Nee, ich wollte nur fragen, wieso kann man jetzt nicht auf A7 schlagen? Das kann man. Man kann auf A7 nehmen, dann nimmt er auf A1, Springer E2, König F1. Das ist nicht ganz so klar. Sieht doch ganz gut aus für Schwarz. Es geht aber noch besser. Ach so, okay. Und zwar der trickreiche Dame D2-Zug vernichtet Weiß. Aber warum? Da muss man erstmal hinkommen. Denn auf Turm F... nicht Turm F1, Quatsch. Turm steckt A1, sieht es auf den ersten Blick so aus, als hätte man nichts gewonnen. Ne? Im Gegenteil, der entfernte Bauer und der Läufer, klar, der ist angegriffen, naja, aber kann ziehen. Man steht ja super aktiv. Aha, aber, auch nicht nur das, direkt. Ach, und dann der Springer Killer. Schlägt G3? Oder? Exakt, Springer schlägt G3 und Weiß kann aufgeben. Das war natürlich nicht ganz so leicht zu sehen. Stattdessen kam Dame schlägt A7 und nach Läufer D5 und dem Abtausch hat man sich hier friedlich auf Remis geeinigt, was wohl auch okay ist. Also die Stellung ist sehr nah am Ausgleich. Ja. Aber wirklich eine verrückte Partie, vor allem, dass der Springer da jetzt knappe 5, 6, 7 Züge auf A1 überlebt hat. Einfach mal dort geparkt, und, ne? Ja, die ganze Zeit gar nicht gedeckt war. Das war schon eine nette Partie. Also auch an alle anderen Teilnehmer, reicht gerne eure Partien ein, wenn ihr der Meinung seid, die waren besonders sehenswert. Ja, genau. Es muss nicht immer korrekt sein, ist viel besser, wenn es schön ist. Einfach schön. Genau, in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns morgen mit einem neuen Highlight-Video wieder. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.